marschieren die Luzerner. Kasavi und Lopa. So, da haben wir sie. Das war die 35. Minute. Kasavi bringt die Kugel noch in den Strafraum. Und das 1:0. Hochstraße. In der Nachspielzeit. Im Feld gewesen zu sein und entsprechend passiv hier der FC St. Gallen auf den zweiten Mann. Jawohl, das ist alles rein. Immer noch Scarione, herrlich auf Djabusevic, dann Wüthrich und nur die Latte rettet hier für David Sibum in der 50. Minute. Higax gegen Montandon. Passt hier in der 81. Minute das entscheidende 2:0. Lopar tatsächlich noch mit den Fingerspitzen dran bei dieser Aktion. Scheint aber so, dass Luzern nicht ausrutscht in dieser Partie, sondern der Gast aus St. Gallen. Jetzt hat die Chance, alles klar zu machen für Adrian Winter. Und er trifft 2:0, 87. Spielminute. Adrian Winter schießt den FC St. Gallen ab, hier in der Swisscor Arena. Der 5. Treffer. Und hier greift er auch. 31. Runde, diese Partie ist zu Ende. Der FC Luzern gewinnt gegen den FC St. Gallen mit 2:0.